Kurz die Wetter-App checken und mit der Navi-App von A nach B finden, mit dem aktuellen Standort. Wer macht das nicht? Aber wer schaut dabei zu? Vielleicht mehr Leute, als wir denken. Und vor allem andere, als wir wollen. Mit Katharina Brunner vom BR-Data-Team schauen wir in dieser Folge auf eine digitale Karte, die den Alltag von tausenden Menschen abbildet, ohne dass sie davon wissen. Bei manchen davon geht es nicht nur um ihre Privatsphäre, sondern um nicht weniger als die nationale Sicherheit. Warum, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 16. Juli. Hallo Katharina. Hallo Viktoria. Katharina, wir schauen zu Beginn dieser Folge zusammen auf eine digitale Karte. Was genau sehen wir hier? Auf der Karte siehst du einen Flecken Erde in Deutschland und darauf ist genau ein blauer Punkt. Dieser blaue Punkt hat eine ganz spezielle Bedeutung. Und zwar hat an genau diesem Ort irgendeine Smartphone-App zu einem gewissen Zeitpunkt den Standort weitergegeben. Okay, klingt jetzt noch ein bisschen technisch. Das heißt, irgendjemandes Handy hat von da ein Signal gesendet. Genau. Kurz gesagt, eine Person war da, hat das Handy mit dabei gehabt und das Handy hat rausgefunkt. Und wenn ich jetzt rauszoome, dann sieht man ganz schnell, dass es da noch viel mehr Punkte gibt. Jetzt sieht man vielleicht so 10, 20 Punkte und die wirken so, die laufen oft an so einer Straße entlang, wirkt wie so eine Perlenkette, sind relativ regelmäßig aufgefädelt. Es sieht aus wie so ein Weg, den man so verfolgen kann quasi. Und jetzt zoome ich nochmal ein bisschen raus und da sieht man, wie sich aus diesen einzelnen blauen Punkten so ein Bewegungsmuster ergibt. Okay, also das heißt, das sind Punkte, Standorte, an denen die Person sich aufgehalten hat. Sieht man auch, wann die wo war? Ja, das sieht man. Also jeder Punkt hat eine Datumsangabe und eine genaue Uhrzeit. Also es ist wirklich sekundengenau hier am Abend, da wieder ein bisschen später. Das sieht man, das war immer am gleichen Tag, auf die Minute genau. Und wir können uns so auch das anschauen, wo die Person jeden Tag war. Also man sieht, wie sich da jemand durch Deutschland bewegt hat, so entlang von Straßen, da waren die Punkte weniger dicht, also da ist anscheinend jemand lang gefahren und das Handy hat immer wieder ein Signal geschickt und dann zwischendurch war da aber auch ein bisschen, waren die Punkte dichter, das heißt, da hat sich jemand aufgehalten. Genau. Durch die Häufungen von solchen Punkten können wir eben nachvollziehen, wie eine Person sich bewegt. In Deutschland vor allen Dingen und in einem gewissen Zeitraum, für die wir diese Daten vorliegen haben. Und man sieht hier unten, sieht man schon, dass die Person insgesamt über 7000 Standorte hinterlegt hat in diesem Datensatz. Und weißt du, welche Person hinter den blauen Punkten steckt? Im Grunde könnte das jede Person sein, die ein Handy hat, wo Apps drauf sind, die den Standort anfragen. Das ist eine Person, die kennen wir nicht, wir wissen auch den Namen nicht, aber wir können trotzdem total viel über die Person rausfinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bestimmte Apps am Handy, die ich zum Beispiel zur Navigation benutze oder Wetter-Apps oder es gibt auch noch Gaming-Apps oder Dating-Apps und solche Apps benutzen immer mal wieder den Standort, weil sie ihn zum Beispiel brauchen für die Funktion und manchmal fragen die aber auch den Standort ab, damit sie den an Dritte weitergeben. Also wenn wir zum Beispiel mit einer Navigations-App unterwegs sind, dann braucht die natürlich unseren Standort. Und wenn ich da auf Erlauben drücke, dann heißt das, dass meine Daten verkauft werden können. Genau, man willigt damit ein, dass alles, was bei denen in den AGBs drin steht, dass sie dann mit den Daten machen können, was sie wollen. Und ganz häufig ist das eben das Weitergeben an Dritte, wie es dann immer so schön heißt. Also das heißt, das sind ganz normale Leute wie du und ich, random Privatpersonen, deren Wege man so nachverfolgen kann? Genau das bedeutet es. Und wie seid ihr jetzt an diese Karte bzw. diese Daten hinter der Karte rangekommen? Es gibt Datenhändler, die solche Standortdaten und auch andere Daten aus Apps heraus sammeln und die dann über sogenannte Datenmarktplätze verkaufen. Wir haben die Recherche zusammen mit Netzpolitik.org gemacht. Das ist ein Online-Medium, das sich mit Themen rund um Digitales und Digitalisierung befasst. Dort gibt es den Kollegen Sebastian Meineck und der hat den Tipp bekommen, dass man über einen Datenmarktplatz in Berlin Standortdaten von Menschen aus Deutschland bekommen kann.
Es war verstörend einfach, an diese Daten ranzukommen. Wir haben uns auf einem Datenmarkt angemeldet mit dem Klarnamen, mit der Adresse der Redaktion, also offenes Visier, und haben einfach mal gefragt, wer hat Ortsdaten aus Deutschland? Und dieser Datenmarkt hat uns dann automatisch verkuppelt. Und dann haben sich prompt eine ganze Reihe von Datenhändlern bei ihm gemeldet. Und ein Datenhändler hat uns einen riesigen Datensatz zur Verfügung gestellt, kostenlos. Der hat gesagt, hier ist ein Server im Internet, lad sie doch runter. Und im ersten Durchgang hat Sebastian das gar nicht alles runterladen können auf seinem Rechner, weil das war dann am Ende 320 Gigabyte nur an Tabellen. Man kann sich diesen Datensatz als viele sehr, sehr lange Tabellen vorstellen, so wie in Excel zum Beispiel, nur halt wirklich sehr groß. Und darin gibt es mehrere Spalten. Und die wichtigsten davon sind einmal Längen- und Breitengrad, also die Koordinaten, die wirklichen Standortdaten. Wir haben 3,6 Milliarden Standortdaten aus Deutschland in dieser kleinen Vorschau finden können. Da ist zwar keine Handynummer dabei und keine E-Mail-Adresse oder irgend so ein Klarnamen, mit dem wir sofort was anfangen können, aber jeder dieser 3,6 Milliarden Standorte hat auch eine Kennziffer, eine ID, die sogenannte Werbe-ID. Und diese Werbe-ID ist sowas wie ein Kennzeichen, wie man es von Autos kennt. Das heißt, da kann man unterschiedliche Geräte unterscheiden. Unsere Recherchen legen nahe, dass sich in diesem Datensatz die Daten von mehreren Millionen Menschen befinden. Also erstmal finde ich es wild, dass überhaupt gehandelt wird mit den Bewegungsprofilen von Privatpersonen. Und dann finde ich es noch wilder, dass, wenn man einfach mal danach fragt, dass dann jemand umsonst die Bewegungsprofile von Millionen Menschen verschickt. Und in dem Fall war das jetzt ja euer Kollege Sebastian, der als Journalist das angefragt hat. Wer ist denn da normalerweise Kunde, wenn ihr es nicht seid? Wer kauft sowas? Vor allen Dingen die Werbeindustrie. Also angenommen, jemand ist am Samstag in dem Einrichtungshaus und da wird dann der Standort aufgenommen, dann kann man der Person dann sehr passgenau personalisiert Werbung für irgendwelche Möbel zum Beispiel ausspielen. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall. Oder ein Unternehmen will wissen, wer geht denn zur Konkurrenz, um dann quasi den Leuten, die eigentlich bei der Konkurrenz einkaufen, Werbung vom eigenen Unternehmen zu schalten. Da gibt es ganz viele solche Anwendungsfälle. Und wir haben auch mit mehreren Datenhändlern Kontakt gehabt und die waren alle sehr freigebig mit ihren Daten. Also da gibt es einen regen Konkurrenzkampf und dieses Anbieten von Probedatensätzen ist total an der Tagesordnung. Also die Daten, die wir eingesehen haben, sind nur ein kleiner Ausschnitt von dem globalen Datenhandel. Wenn man Geld für ein Abo ausgibt, dann bekommt man viel, viel mehr. So ein Abo bei unserem Händler kostet etwa 14.000 US-Dollar im Monat und dafür bekommt man einen kontinuierlichen Datenstrom von frischen Daten stündlich aktualisiert. Also, ihr hattet so einen kostenlosen Probedatensatz, aber da waren auch schon wahnsinnig viele Daten drin. Was habt ihr dann mit denen gemacht? Also, man muss sich das ja vorstellen, das ist wie so ein riesiger Heuhaufen, in dem man irgendwie die Nadel finden will und man weiß noch gar nicht mal, wie die Nadel denn überhaupt aussieht. Deshalb haben wir die Koordinaten in echte geografische Information umgewandelt und das waren Türöffner, weil dann konnten wir mit der OpenStreetMap arbeiten. Und man kann die OpenStreetMap sich nicht nur als Karte ansehen, visuell vor einen, sondern man kann auch abfragen, um zu sagen, gib mir alle Gebäudeumrisse, die Militärgebiet sind beispielsweise. Und genau das haben wir gemacht. Da gibt es dann über 1400 solche Gebiete. Oder gib mir alles, was Regierungsgebäude sind. Da sind dann vom Rathaus in der Kleinstadt bis zum Bundestag ist da alles mit drinnen. Und so seid ihr dann also letztlich zu dieser Karte gekommen, die ich eben gesehen habe, die wirklich aussieht wie eine Navigations-App auf dem Handy zum Beispiel. Und wenn man in einer App eingestellt hat, dass der Standort immer geteilt werden kann und die App dieses Signal oft abfragt und man dann häufig auf dieser Karte auftaucht, was kann man denn dann alles sehen über die Leute? Man kriegt total viele Details aus so einem Leben von fremden Personen mit. Weil indem wir diese Punkte auf Karte setzen und wir sehen, wo der Punkt sich genau befindet, können wir eben vor allen Dingen feststellen, wo Personen mutmaßlich wohnen und wo sie wahrscheinlich arbeiten. Und allein diese zwei Orte, der Arbeitsort und der Wohnort, macht die allermeisten Menschen schon einzigartig. Ich habe mir wahllos irgendwelche Winkel aus Deutschland angeschaut, um zu gucken, sind da etwa auch Daten? Und die Antwort war fast immer, ja, auch da sind Daten. In irgendeinem kleinen Dorf. So drastisch ist die Überwachung durch Standortdaten. Was man auch sehen könnte, ist, ob die Leute womöglich Kinder haben, wenn sie zum Beispiel immer wieder an Kitas sind oder an Schulen
oder ob Angehörige oder sie selbst krank sind, weil sie immer wieder in Krankenhäusern sind oder in Psychiatrien. Man sieht auch, ob Menschen in Bordelle gehen. Also man kann alle möglichen sensiblen Informationen und intimen Details von Menschen finden. So könnten ja zum Beispiel auch Einbrecher rausfinden, ob man zu Hause ist. Dann kann man ja noch so sehr das Licht anlassen, wenn die auf dem Handy sehen können, dass man ganz woanders ist. Ja, total. Da fallen einem wirklich eine ganze Reihe von Szenarien ein, wie Menschen das nutzen können, wie man es nicht möchte. Durch die Sensorik, die durch Digitalisierung möglich geworden ist, ergibt sich eben die potenzielle Möglichkeit, das Leben von Menschen weitestgehend transparent zu machen. Wir haben mit Konstantin von Notz gesprochen, der ist Politiker der Grünen und Digitalexperte. Auch was sie denken und womit sie sich beschäftigen, all die Sachen, die wir in unser Handy eingeben, die Schritte, die wir zählen, den Sport, den wir machen, die Orte, an denen wir sind, alles geht in diese Telefone. Und wenn all diese Daten eben tatsächlich erfasst, gespeichert, ausgelesen und verkauft werden können, dann bleiben wenige Fragen offen und das widerspricht am Ende meiner Ansicht nach der Menschenwürde. Anhand der Standortdaten können Fremde also sehen, wer was wann macht. Habt ihr denn auch Leute identifiziert anhand der Daten, die ihr hattet? Ja, das haben wir. Wir haben mehrere Personen identifiziert und manche davon sind auch sicherheitspolitisch relevant. Ich zeige dir da mal ein Beispiel. In der Rechercheanwendung können wir uns immer bestimmte Cluster anzeigen lassen, also wo sich die Person häufig befindet. Und wenn man dann genauer reinzoomt, sieht man hier zum Beispiel den Ort, wo die Person am allerhäufigsten war. Und das ist hier das mutmaßliche Wohnhaus, wo die Person sich häufig nachts und am Wochenende aufgehalten hat. Ja, man sieht auch direkt auf der Karte, das sieht doch aus wie so ein klassisches Wohngebiet. Da sind auch so die einzelnen Häuser eingezeichnet, also da wohnt die Person. Und wenn man das weiß, dann kann man ja auch ziemlich schnell herausfinden, wer die Person ist. Also man könnte ja ganz einfach aufs Klingelschild gucken. Und wenn ich jetzt weiterklicke, sieht man den Ort, wo die Person am zweithäufigsten war. Das ist die Außenstelle des BNDs in Bad Aibling. Also Bad Aibling kennt man ja zum Beispiel von den Snowden-Leaks von vor ein paar Jahren. Als bekannt wurde, dass von dort aus der amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA das Internet überwacht. Und darin gibt es ein bisschen Beschreibungen über das Areal. Und darin heißt es, dass die BND-Leute das Gebäude, wo die NSA sitzt, immer die Blechdose genannt haben, weil das ein Metalldach ist oder so komplett mit Metall verkleidet ist. Also der BND, das ist ja der Bundesnachrichtendienst. Und die NSA, also die National Security Agency von den USA. Und das hat ein Metalldach, das kann man von oben sehen. Und das ist genau dieses Gebäude, das hier jetzt nicht mehr zu sehen ist, weil alles blau ist, weil dort die Person immer wieder ein- und ausgeht. Das heißt, ihr seht, dass die Person bei der NSA immer wieder ein- und ausgeht. Heißt das, die arbeitet da? Das können wir natürlich so überhaupt nicht beweisen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben auch bei der US-Botschaft und beim Bundesnachrichtendienst nachgefragt, aber die haben uns dazu keine Auskunft gegeben. Mal blöd gefragt, könnte das nicht auch eine Reinigungskraft sein? Ja, theoretisch könnte es auch eine Reinigungskraft sein, aber wir wissen auch, dass die Person Verbindungen zum US-Militär hatte. Das sehen wir nämlich aus den Bewegungsdaten beispielsweise, weil die Person auch in anderen US-Liegenschaften in Deutschland war. Hier zum Beispiel oder hier und auch noch ein paar andere. Es gibt noch einen anderen Fall, der ganz eindrücklich ist, und zwar geht es da um den Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz soll Deutschland schützen vor Cyberangriffen, Terrorangriffen und auch vor Spionage selbst. Und auch da haben wir einen Fall gefunden. Da gehen wir jetzt nach Köln, nach Köln-Chorweiler. Da sitzt der Verfassungsschutz. Genau, das kennt man. Und was sich da gleich zeigen wird, ist ein weiteres Bewegungsprofil von der Person. Und da sieht man, also wir haben nachgefragt beim Innenministerium, die sind zuständig für den Verfassungsschutz, ob es denn gewisse Sicherheitsmaßnahmen gibt, um quasi die eigenen Leute und die eigene Behörde zu schützen über Spionage mit Smartphones. Und die haben tatsächlich sowas. Also es ist zum Beispiel verboten, Handys mit reinzunehmen
in das Gebäude. Und das sehen wir auch in den Daten. Also hier, das mit dieser Zickzacklinie, da sind super wenige Punkte innen drin. Man sieht so quasi einen Gebäudegrundriss auf dieser Karte und die blauen Punkte, die sind so am Rand. Das heißt, das sagt uns ja aber trotzdem, dass da jemand reingeht und sein Handy am Eingang abgeben oder einschließen muss oder so. Genau, die Person nimmt das Handy wohl nicht mit rein, aber zu irgendeinem Zeitpunkt, wahrscheinlich zu Feierabend, schaltet man das Handy wieder ein, die Apps werden aktiv und schicken gleich mal den Standort drauf. Mutmaßlich arbeitet die Person eben beim Bundesamt für Verfassungsschutz, obwohl die Person das nicht offiziell irgendwo bekannt gibt. Und auch hier wieder ganz klar, wo hält sich die Person am häufigsten auf? Das ist wieder der Wohnort hier zu sehen. Über diesen Wohnort sind wir in dem Fall auf noch ganz viele andere Informationen gekommen. Weil diese Adresse uns zu einem Namen geführt hat und der Name hat uns zu Social-Media-Profilen geführt. Und am Ende wissen wir jetzt einfach sehr viel über die Person. Wir kennen die Familienkonstellation, wir kennen das ungefähre Alter, die Hobbys, wir haben Urlaubsfotos gesehen. Also wir haben so ein richtiges, umfassendes Profil. Der Fall in Bad Aibling und auch der beim Verfassungsschutz in Köln sind nur zwei von sehr vielen potenziellen Fällen, die wir gefunden haben. Insgesamt haben wir Zehntausende Personen gefunden, die Zugang zu sicherheitsrelevanten Arealen haben in Deutschland. Ich kann mal ein paar aufzählen. Also zum Beispiel der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, da haben wir über 1000 Bewegungsprofile und fast 200.000 einzelne Standortdaten. Die Kaserne am Treptower Park in Berlin, dort sitzt das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Das Fliegerhorst in Büchel, also so ein Militärflughafen, wo mutmaßlich die amerikanischen Atomwaffen lagern. Die Clay-Kaserne in Wiesbaden, das Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz. Egal, wo man hinsieht, die blauen Punkte, die sind schon da. Ihr konntet mit eurer Recherche zehntausende Menschen identifizieren, die mutmaßlich in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Also zum Beispiel beim Bundesnachrichtendienst, beim Verfassungsschutz oder bei der NSA. Wie problematisch sind eure Rechercheergebnisse für Deutschland? Ich glaube, diese Recherche ist keine gute Nachricht für die nationale Sicherheit in Deutschland, weil wir hören ja ständig irgendwelche Nachrichten, dass die Spionagegefahr super hoch ist, spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und da sind solche Standortdaten natürlich schon irgendwie ganz praktisch, um Menschen auszuspionieren. Offensichtlich sind diese Datensätze ausgesprochen dazu geeignet, Details von Personen zu bekommen, die man, wenn überhaupt, durch aufwendigste Observationen ermitteln könnte. Man muss gar nicht mehr aufwendig observieren und sich stundenlang in irgendwelche Autos sitzen, so wie wir das aus den Filmen kennen, sondern man kann das bequem vom Schreibtisch aus machen. Sogar wir können das als JournalistInnen bequem vom Schreibtisch aus machen. Dass das ein Problem ist, sagt auch Konstantin von Notz. Es gibt einen Grund, warum man in bestimmten Bereichen der Arbeit der Sicherheitsbehörden, übrigens auch der Polizei, bestimmte Aktivitäten abtarnt, um eben nicht anfällig zu sein. Und nehmen wir mal die großen Drogenkartelle, die natürlich wissen wollen, wer gegen sie ermittelt und so weiter. Wenn hier jetzt die Bewegungsprofile und Daten von Polizeibeamten offenkundig werden, die da Ermittlungen führen, das ist ein maximales Sicherheitsproblem. Man kann sich auch leicht Szenarien ausdenken, wie solche Daten im Ukraine-Krieg genutzt werden könnten. Zum Beispiel werden im Truppenübungsplatz in Grafenwöhr im Camp Cherson ukrainische Soldaten ausgebildet an den amerikanischen Abrams-Panzern. Und auch von da haben wir Standortdaten. Und angenommen, man kauft sich dieses Abo für die Standortdaten, die dann jede Stunde aktualisiert kommen, könnte man da theoretisch auch Personen verfolgen, die dann wieder zurückgehen an die Front. Ja, wir sehen weltweit einen systemischen Konflikt zwischen den Autokratien, Diktaturen und den Demokratien westlichen Typs, will ich das mal nennen, in Europa, in Nordamerika. Und die Bandagen werden härter und die Desinformationskampagnen laufen, die illegitime Einflussnahme, Spionage, Sabotage liegen an der Tagesordnung. Wenn Sie alleine die Schlagzeilen der letzten Monate nehmen, wie viele gravierende Spionagefälle wir hatten. So, deswegen, solche Datensätze sind in solchen Zeiten einfach ein Sicherheitsrisiko. Aber bei so Leuten wie Geheimdienstlern, da frage ich mich, haben die kein Special Equipment oder so? Irgendwie Spezialhandys oder sowas? Irgendwie habe ich mir das so vorgestellt. Wir haben sowas auch nachgefragt beim Innenministerium und beim Verteidigungsministerium, die ja für solche Themen zuständig sind. Und die sagen, ja, wir sensibilisieren unsere Leute
dafür, für diese Möglichkeiten. Gleichwohl sind natürlich alle Personen auch Privatpersonen und wir wissen alle, wie einfach es ist, uns schnell irgendwie eine App runterzuladen und sehen dann die Tragweite ja auch selbst oft nicht. Was sagen die betroffenen Behörden dazu? Die betroffenen Behörden, die sagen im Grunde alle, wir kennen das Problem. Uns ist bekannt, dass quasi fremde Nachrichtendienste solche kommerziell gehandelten Daten nutzen, um andere Leute auszuspionieren. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Die wissen Bescheid und die sensibilisieren, aber das Problem ist damit eben nicht vom Tisch. Weder für die Geheimdienste noch für Privatpersonen, die ja wahrscheinlich auch nicht ausspioniert werden wollen. Ist das denn überhaupt legal, dass die Daten so weiterverkauft werden? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir haben deshalb Luisa Specht-Riemenschneider gefragt. Die ist Professorin für Datenrecht und Datenschutz an der Universität in Köln und die designierte Bundesdatenschutzbeauftragte. Und die hat drei Punkte genannt, die man sich da genauer anschauen muss. Der eine Punkt sind die Datenmarktplätze selbst. Also auch die Plattform, über die ihr an den Händler gekommen seid, der euch die Probedaten geschickt hat. Also ich sag mal so, die Datenschutzgrundverordnung gilt ja für jeden, der Dienste innerhalb der EU anbietet. Die greift aber nur, wenn man selbst diese Daten, wie es dann immer heißt, verarbeitet. Also selbst auf den Servern liegen hat und irgendwie speichert. Und genau das macht der Datenmarktplatz nicht. Der Datenmarktplatz ist ja im Prinzip ein Makler. Der verarbeitet keine personenbezogenen Daten selbst. Und wenn er keine personenbezogenen Daten selbst verarbeitet, dann gilt für ihn nicht die DSGVO. Der Marktplatz vermittelt also nur zwischen Käufer und Verkäufer, in dem Fall der Datenhändler. Und der andere Punkt ist, dass diese Datenhändler ganz häufig außerhalb der EU sitzen. Auf Unternehmen, die in der EU sitzen, da haben wir klare Zuständigkeiten der Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir können denjenigen greifen, der hier innerhalb der EU sitzt, und außerhalb der EU in den USA ist das natürlich ein bisschen was anderes. Und der dritte Punkt ist die Einwilligung. Auch das ist ein super wichtiges Prinzip in der DSGVO, dass wir quasi als Nutzerinnen und Nutzer, wenn wir etwas installieren oder irgendwelche AGBs akzeptieren oder auch diese Cookie-Banner auf akzeptieren klicken, all diese Sachen, damit willigen wir ein, dass mit den Daten geschehen kann, was auch immer da im Kleingedruckten steht. Ich soll selbstbestimmt einwilligen können und kann das aber nicht, weil ich die Informationen, die ich dafür brauche, nicht zur Kenntnis nehme. Hat verschiedene Gründe. Entweder ich kriege zu viele Informationen, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder die Informationen sind versteckt. Und da sieht sie eine gewisse Regulierungslücke. Aber dann denke ich mir jetzt direkt, dann müsste diese Lücke vielleicht geschlossen werden, indem man die DSGVO einfach ändert, nachschärft, oder nicht? Genau, das fordert auch Luisa Specht-Riemenschneider, dass man sich diese Regulierungslücke annimmt. Wir müssen mit standardisierten Bildsymbolen arbeiten, wir müssen abgestufte Informationskonzepte haben, wir müssen viel stärker AGB-Kontrolle haben, um die Einwilligung tatsächlich zu einem Instrument der Selbstbestimmung werden zu lassen und nicht nur zu einer Selbstbestimmung, die nur auf dem Papier existiert. Ich wünsche mir aber auch, dass wir mal gucken, wo sind eigentlich die Datenverarbeitungen, die wir gesellschaftlich haben wollen, und wo sind die, die wir nicht haben wollen. Und die wir nicht haben wollen, die muss ich dann auch ganz klar verbieten. Und wie ist denn die Sicht der Marktplätze und Händler auf die Dinge? Also sowohl der Datenmarktplatz mit Sitz in Berlin als auch der Datenhändler haben bisher nicht auf unsere Anfragen geantwortet. Also auf einer politischen Ebene, da gibt es erstmal diese Lücke, die ist offen. Auch wenn Expertinnen fordern, dass diese Lücke geschlossen wird, was macht man denn am besten bis dahin, damit einem das nicht passiert? Bis dahin macht es Sinn, dass man sich mal ein paar Minuten in den Einstellungen des eigenen Handys aufhält und mal guckt, welche Apps haben denn den Standortzugriff. Und dann wirklich kritisch hinterfragt, braucht die App diesen Zugriff, braucht sie ihn immer oder reicht es nicht beim Verwenden der App, oder dass ich den mal kurzzeitig anschalte, wenn es mal notwendig ist. Das ist so die eine Sache. Ja, aber mal ehrlich, eine Navi-App und eine Wetter-App, da kann man ja nicht oder möchte man nicht drauf verzichten. Man kauft sich ja jetzt nicht wieder einen Stadtplan aus Papier, das ist ja keine Option. Lässt sich das dann überhaupt ganz vermeiden? Vermutlich nicht, weil es genauso ist, wie du gesagt hast. Es gibt einfach Apps, deren Kernfunktionalität es ist, dass man den Standort braucht. Stand jetzt bleibt einem nichts anderes übrig, als sich in dieser, wie ich finde, digitalen Selbstverteidigung zu üben und Standorte auszuschalten, Werbung zu blocken und solche Dinge. Was es dann aber schon braucht, meiner Meinung nach, ist eine Überarbeitung der Regulierung, nochmal ein kritischer Blick auf die DSGVO, ob sie denn tatsächlich das erfüllt, was sie verspricht. Katharina, vielen Dank dir.
Danke dir, Victoria. Katharina Brunner hat recherchiert. Zusammen mit Rebecca Zizielski und Maximilian Zierer von BR Data und Sebastian Meineck und Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org. Darüber, wie Standortdaten fast alles über Menschen verraten, selbst über die, die in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Den Link zu dieser exklusiven Recherche findet ihr natürlich in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Pia Janssen, Viktor Veresch, Laura Picerno und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp mit einem ganz anderen Thema. Im Podcast Omas Tasche und das Hitler-Attentat erzählt mein Kollege Thies Maaßen vom Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Damals, vor 80 Jahren, hat Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, versucht, Adolf Hitler zu töten. Mit einer Bombe, die in einer Aktentasche versteckt war. Und jetzt kommt's. Die Oma von Thies Maaßen hat immer behauptet, dass sie es war, die diese Aktentasche besorgt hat. Thies hat das zuerst nicht geglaubt, aber dann hat er schließlich doch angefangen zu recherchieren und hat Dinge über seine Großeltern rausgefunden, die ihn bis heute beschäftigen. Alle Folgen von Omas Tasche und das Hitler-Attentat findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.